Hi Leute, heute mal nur mal kurz ein Zwischendurch-Video, wo ich mal auf ein paar Sachen oder wenn ich sage, eine Sache eingehen will, wo ich jetzt wieder ein paar aktuelle Fragen zu bekommen habe und wo sich einige etwas unsicher sind. Also ich werde immer viel zu den Videoantworten gefragt. Also meinetwegen könnt ihr Videoantworten auf meine Videos machen, wie ihr wahrscheinlich merkt auf einigen Videos. Ich lasse eigentlich fast alles zu, es soll halt ein bisschen zum Thema passen und nicht total aus dem Rahmen fallen. Also hier irgendwelche diskriminierende Scheiße oder irgendwas, was definitiv nicht mit den Terms of Use kompatibel ist oder irgendwie generell ein bisschen sehr andrückig oder anstößig ist, das lasse ich wahrscheinlich nicht zu, aber ansonsten lasse ich relativ fast alles zu, möchte ich sagen. Also wie gesagt, da braucht man sich keine Sorgen zu machen, also weil ich jetzt so PNs bekommen habe, lässt auch mal eine Videoantwort von mir zu und so, ja, mache ich auf jeden Fall. Ihr müsst halt bedenken, weil ich das jetzt auch ein paar Mal gesehen habe, dass ich Videos Antworten geschickt bekommen habe und die, als ich die zulassen wollte, waren die nicht mehr da. Das hat damit zu tun, dass dann die Leute, die woanders gepostet hatten und dann kann ich die natürlich nicht mehr zulassen, weil sie einfach nicht mehr existent sind in meiner PN oder wo auch immer ich die bekomme oder über Handy, denn ich brauche manchmal ein paar Minuten, bis ich das zulassen kann, weil ich ja viel unterwegs bin, habe ich dann meistens eben nur ein Handy dabei und bis ich das dann immer so mitkriege, dass ich eine Videoantwort bekommen habe, das dauert halt wie gesagt eine gewisse Zeit. Aber ansonsten, es ist definitiv alles erlaubt, erwünscht. Ihr könnt mich auch kritisieren, werde ich auch immer wieder gefragt, so ein bisschen Kritik ist, ich lasse das auch zu. Also wenn ich hier irgendwas erzähle und es stimmt nicht ganz oder ihr habt vielleicht ein paar Verbesserungsvorschläge oder könnt es anders oder wisst das anders, macht eine Videoantwort zu, postet es unter das dementsprechende Video. Ich lasse das zu. Also ich bin auch kritikfähig in der Hinsicht. Ich bin da nicht wie diverse andere YouTuber, die dann nahezu nichts zulassen an Videoantworten oder generell jeden Tick an Kritik sofort im Keim ersticken. Das seht ihr ja teilweise auch in meinen Kommentaren. Ich lasse eigentlich fast alles stehen, es sei denn, es geht massiv unter die Gürtellinie, dann fliegt es raus. Also da möchte ich halt mal ein bisschen die Bedenken etwas auflösen und das Video jetzt auch mal ein bisschen dazu nutzen, das den Nutzern halt immer als Antwort zu schicken. Da muss ich nicht immer aufwendig zurückschreiben. So, ich hoffe, ich habe die Frage damit geklärt. Also wer eine Videoantwort zu irgendwas posten will, kann das ruhig machen. Und das gilt auch für meine anderen Kanäle. Das ist nicht nur hier so. Tja, dann viel Spaß beim Filmen. Und ich freue mich natürlich immer über eine Videoantwort. Also dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.